Moin moin Freunde des guten Geschmacks, ist mal wieder Zeit für eine Folge Nerdcheck hier auf diesem Kanal mit dem größten, fettesten Paket ever wieder auf diesem Kanal, nämlich einmal den Komet Überraschungspaket. Letztes Jahr habe ich schon eins gekauft bei mir in der Stadt hier. Komet ist ja hier angesiedelt, in meiner Heimatstadt. Und das Ding ist, ihr könnt natürlich gerne hier nochmal reingucken in das letzte Paket. Da sind die Kommentare auch sehr witzig zu lesen. Ich bin kein Pyromat, das muss ich mal vorweg sagen. Und nein, klar, der Marktführer ist auch nicht Komet. Ist nur auf dem zweiten oder dritten Platz, wie ich das hier nochmal jetzt gelesen hatte. Ist er trotzdem, macht guten Umsatz damit und macht natürlich Hauptgeschäft. Sie haben ja auch was ausgelagert mit Partyartikeln und so weiter in dieser Silvesterzeit. Das sind natürlich 3 Tage sind hier gerade prägnant, die man einholen muss. Und dann machen sie immer so schöne Überraschungspakete. Letztes Jahr war das Paket in Ordnung. Hat aber wohl Nest abbekommen, weil die Effekte waren nicht so genial. Der ist ziemlich trocken. Mal gucken, ob das jetzt nicht eine Resterampe ist oder nicht. Wie ihr sehen könnt, halt steht auch drauf, hier vor Nässe schützen, bla bla, Komet hier und so weiter. Und nein, ich habe ihn nicht direkt da, wie gesagt, beim Werk gekommen. Ich bin ja nicht bescheuert. Das ist nämlich mega voll. Die stehen bis sogar ab, glaube ich, kommen aus allen ganz Deutschland, wollte ich gerade sagen. Eher aus dem Nordbereich, der mal vielleicht Hannover fahren hoch oder aus Kiel fahren auch nach Bremerhaven, um hier dieses Paket abzustauben oder die günstigen Batterien. Man spart schon Geld, aber wie ich das letztens gelesen hatte, ist Komet nicht so der Bringer bei den Leuten, die gerade so Pyromantie machen. Gut, Pyromaten ist ein anderes Stichwort. Wie gesagt, kann ich mich nicht reinversetzen. Das ist wie mit Sammler, das wisst ihr ja. Oder OVP-Sammler, wie ich mal so gerne sage. Ich mach weiter. Real habe ich mir den gekauft. Real macht zusammen ein Bündnis mit denen. Da kann man diese Box kaufen für 30 Euro. Und da gab es noch eine für 55 Euro. Wobei, ich glaube, die sind 5 Euro teurer, als wenn man die im Werk kaufen würde. Ist mir egal, die 5 Euro gebe ich auch mehr aus, weil ich habe keinen Bock, da mich 2 Stunden anzustellen wegen so einer Box hier. Da gehe ich rein nach Real um 7 Uhr morgens heute Morgen. Heute ist der 28.12. Nur zur Info. Und kaufe mir diese Box. Warum war ich schon so früh da? Ich habe Nachtschicht gemacht und deswegen konnte ich auch das so früh holen. Ne? Ja, wie ihr sehen könnt, halt 1,1.4. Die Klasse ist wahrscheinlich jetzt nicht so eine Bombenklasse, aber für mich reicht es. Es ist auch einiges an Jugendfeuerwerk drin. Für meinen Sohn ist es auf jeden Fall sehr toll. Egal, kurzer Sinn, ich habe ja schon 2 Mal geklatscht. Nein, ich habe hier gequatscht und jetzt machen wir mal die Box auf. Ah, so, da könnt ihr das mal eben so sehen. Da ist so eine Folie drin. Das war die letzten Jahre auch nicht. Das ist immer so hin und her gesprungen, wollte ich gerade sagen. Und was ich hier sehe, ist gerade so ein bisschen, ja, was heißt ernüchternd. Ja, es geht. Es geht, es geht, es geht. So, gucken wir mal, ob das jetzt rechtfertig ist. Wir haben eine Feuertaufe. 10 Schuss Multi-Effekt-Batterie. Könnt ihr mal hier so sehen. Ja, ich will es noch nicht jetzt mega aufwendig machen, weil ich habe letztes Jahr das schon mehr, sag mal, verständlich gemacht. Das wird einfach nur jetzt gezeigt und ein bisschen gequatscht, ob das überhaupt das taugt. Einmal zünden, 10 Schuss, 55 Meter Effekthöhe, 30 Sekunden Brenndauer, 30 mm maximal Kaliber. Ist schon ein dickes Rohr. 10 Schuss ist schnell verballert. Und die Frage ist, was kostet was? So, ich habe mal nachgeguckt, das kostet wohl so ungefähr 13 Euro. Also haben wir fast die Box schon raus. Mit der Hälfte hätte ich mir vielleicht so gesehen jetzt nicht gekauft, aber ich glaube, das ist bisher natürlich das größte Teil, was hier drin ist. Bin gespannt, wie das ist. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, ob sich das schon mal gerechtfertigt hätte für diese 13 Euro. So, okay, machen wir weiter mit einem kleinen Paket. Das sind 2x Monster Frogs von, ja, natürlich Komet. 6 verrückte, knallfrische Monster Frogs, 6 Stück, bla bla. Hier Komet Feuerwerk Innovation Qualität. Die letzten Jahre fand ich immer die Frösche nicht so genial. Die waren immer ziemlich, ja, die haben Puff-Puff gemacht. Mehr war es eigentlich nicht. Und könnt ihr nochmal hinten hier nochmal sehen. Also, da muss ich jetzt nicht viel drüber sagen. Was kostet eine Packung? 5 Euro? Da sind wir schon bei 18 Euro. Dann, okay, die kosten so ungefähr 3 Euro. Die sind ganz cool, ganz witzig. Habe ich noch nie gesehen. Das sind eher wohl so kleine 4 coole Tischbomben. Für Kiddies, ich sag ja, für Pyromaten ist das natürlich jetzt nichts, das hier. Aber da habe ich natürlich drauf gepocht. Und eigentlich habe ich auch was anderes gepocht, aber das ist leider nicht drin. Das sind Tischbomben World of Kids. Okay, also für Kinder. Die können sie aber selber anzünden, wie man das hier so sehen kann. Und da sind natürlich lustige Tiere drauf. Ein Bär, eine Ente, ein Drache.
Ich denke mal, sowas kostet bestimmt so 3 Euro. Sind wir schon bei 21 Euro. Und ich sehe auch ab 12 Jahren. Das ist dann natürlich dann die Klasse 2. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall zwei Batterien hier drin, habe ich gerade gesehen. Zwei Batterien, einmal eine kleine hier, Crushed Ice, 16 Schuss, 40 Meter Effekthöhe, 30 Sekunden Effektdauer, 16 mm Maximalkaliber, Multicolor Mega Effekt. Meistens sind so eine kleinen Batterien, finde ich, weil sie wahrscheinlich mehr, ja, halt zusammengedrückt werden. Die werden halt mehr komprimiert, dass sie dann so gesehen bessere Effekte fast erzeugen. Die große ist mir mal aufgefallen. Ja, auf jeden Fall sieht die so aus. Könnt ihr hier nochmal hier so sehen. Das ist jetzt nichts Aufwendiges. Und hier sind nochmal die Effekte. Rote Feuerzunge, Lautstärke ist ziemlich laut. Farbvielfalt, das könnt ihr mal hier so sehen. Bin mal gespannt. Sag ja, meistens sind die gar nicht schlecht. Und ich denke mal, sowas kostet wahrscheinlich 5 Euro. Da sind wir bei 28 Euro. Da hätten wir ja so gesehen jetzt die Box fast raus. Das andere wäre jetzt on top. Und dafür ist es okay. Ich würde mir aber teilweise ein paar einige Sachen nicht kaufen, weil... Ja, ich komme dann aber gleich zum Fazit dazu, ne? Und dann haben wir einmal für Kinder nochmal hier, die kosten meistens so 4 Euro, sind wir bei 32 Euro, Rasselbande. Das einmal hier so super Knallerbsen drin, tolle Biene, Feuer, Vesuv, Mini-Power und keine Ahnung was, könnt ihr mal hier so sehen. Wie gesagt, für Kiddies hier. Und ja, kann man eigentlich mal sehen, wann die hergestellt worden sind. Ich hoffe mal, die wurden 2018 hergestellt. Das würde ich mal gerne mal eigentlich mal wissen, aber steht ja auch nie was drauf, wann sie hergestellt worden sind. Kann natürlich auch sein, dass die Sachen vom letzten Jahr sind. Und kein Wunder, dass dann manche Sachen nicht so gut funktionieren, sage ich mal. Na gut, okay. Dann habe ich hier noch ein Raketenpaket, fangen wir mal jetzt an. So was kostet wahrscheinlich, was kostet sowas? 10 Euro, 8 Euro. Ja, sagen wir mal 8 Euro, sind wir bei 40 Euro. Haben wir schon mal 10 Euro Sparnis. Wie ihr sehen könnt, sind hier 2, 4, 6 Raketen drin. Zwei so kleine Raketen, das sind ja keine großen Raketen. Und natürlich dann so halt, ja, kleine Fontäne hier, wieder Knallerbsen, Böllerpaar drin. Geht in Ordnung. Ich will dieses Jahr so nicht so viel knallen, dann ist das auch völlig in Ordnung. Ich glaube, ich weiß schon, welche Richtung das hier geht. Auf jeden Fall, das war da auch mit drin. Könnt ihr mal hier ein bisschen in der nahen Sicht sehen. Gut. Oh, da machen wir weiter mit einer Fontäne, ein römisches Licht. Ja, was kostet was? 5 Euro wahrscheinlich oder 7 Euro? Nehmen wir mal 5 Euro. Wir gehen mal von den günstigsten Preisen aus. Weil ein Lagerabverkauf wäre es ja auch günstiger. 45 Euro. Ja, 175 römische Lichter. So sieht das Teil aus. Mit so einer Stange dabei ist schon mal nicht schlecht, dann hat man schon mal was. Meistens die Leute die schießen das aus der Hand. Macht das nicht, ne? Oder auch keine Raketen aus der Hand schießen. Ich bin ja gerade ein Vorbild, muss das ich auf jeden Fall sagen. Nimmt eine standsichere Flasche, macht da Wasser rein, Sand oder keine Ahnung was, oder nimmt hier ein Ding hier, ne? So, das ist einmal der, steht da drauf, der Skybanger. Der Skybanger ist das hier. Ja, steht auch noch drauf, ach hier, steht es drauf. Nur einmal zünden, 175 Schuss, Schnellfeuerbatterie, ca. 20 Meter Effekthöhe, Feuer ca. 50 Sekunden, was eigentlich schon viel ist, Kaliber bis 7 mm, schnelle rote und grüne römische Lichter. Das könnt ihr nochmal hier lesen. Ja, ist ganz nett. So, dann kommen wir mal zum letzten Teil. Dann ist es auch leer hier, wie ihr sehen könnt. Da ist nichts mehr drin, ne? Oh, so. Gut, da haben wir wieder ein Raketenpaket, auch wieder nur kleine Raketen. Manchmal ist es aber auch so, dass diese gar nicht mal so schlecht sind. Aber bei Komet, muss ich mal so sagen, sind teilweise die Raketen nicht gut. Also da habe ich von Weco oder Keller schon bessere Sachen gehabt. Hier sind 2, 4, 6, 8, 10 Raketen drin. Die machen grün leuchtende Sterne, rote leuchtende Sterne und Crackling Sterne. Hier, wie ihr hier sehen könnt. Ich mache das hier mal so runter. So, so sehen die aus. Und das ist einmal das Full Speed. 10 Teile, Steighöhe ca. 90 Meter, Mega Effekt Power. Ich könnt ihr nochmal da nochmal sehen. Ja, da muss ich auch nicht viel sagen. Ich denke mal 10. Wir sind mal, ich denke mal ein. Sagen wir mal 50 Euro wäre die Box so gesehen der Warenwert. Haben wir ein Ersparnis von 20 Euro. Gut, gehst Lagerverkauf und holst die einzeln. Kommst du bestimmt teurer weg, weil du hast da nicht mehr so viel Quatsch drin. Aber natürlich. Wer jetzt eine Familie hat, der kann da zuschlagen für diese 25 im Lager oder 30 Euro bei Real.
Bei größeren Paketen ist wahrscheinlich dann wieder ja Bleigießen drin. Wobei ich hätte mir gehofft, dass da mal eine Runde Bleigießen drin ist. Wobei es gibt kein Bleigießen hier mehr. Ist ja verboten. Es gibt ja andere Varianten. Und die fällt mir jetzt gar nicht ein, welche das nochmal war. Was man darf ja kein Bleigießen mehr. Fällt mir gerade so ein, deswegen ist es auch nicht mehr drin. Deswegen haben sie letztes Jahr auch alle rausgeballert, weil sie es ja loswerden wollten. Ja, auf jeden Fall ist die Box, muss ich so sagen, so lala. Für diesen Monat, für dieses Jahr 30 Euro für, okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile. 8 Teile, wo man sagen muss, da waren in den letzten Jahren immer schon bessere Sachen drin gewesen. Nimmt so ein bisschen ab, muss ich sagen, hat sich immer noch gelohnt für mich, weil ich habe jetzt meine Sachen, ich muss da nicht viel groß rumgucken, habe sie mir gekauft, kann man ja aus dem Zeitfaktor, aus dem Geldfaktor sehen und sagen, okay, gibt es dieses Jahr nochmal eine Chance? Ich habe ja schon die paar letzten Jahre schon genommen und verballert, sage ich mal. Letztes Jahr war so lala, sag ich euch mal jetzt so eine Art. Werd wahrscheinlich dir das wieder in den Kommentaren wieder widerspiegeln. Na, auf jeden Fall, das war mal so eine kleine Info nochmal zu diesem Video, wie das letztes Jahr das Paket war und wie es dieses Jahr sein könnte, ne? Was da drin war. Es hat sich teilweise verschlechtert oder aus dem Sinne, ist es nichts für die krassen Pyromaten unter euch, sondern eher was für die Family oder für die gelegentlichen der Silvesterknaller verballert, sag ich mal. So, Leute, ich mache normalerweise sowas ja nicht. Es ist nur eine Ausnahme. Wer natürlich Bock hat auf Filmsachen, Filmfakten, Erklärvideos, nächste Tage wird es was zu Bird Box geben. Seid da gespannt, ne? Wenn ihr den Film noch nicht kennt, guckt ihn an, der ist echt gut. Dann natürlich Comic-Empfehlungen und so weiter. Das könnt ihr gerne hier raufgehen, abonnieren. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall, wenn wir weiter wachsen als Community. Letzten Monat hat es auf jeden Fall geklappt. Und würde ich sagen, Leute, ne? Bis dann und schauend, einen guten Rutsch wünsche ich euch. Bäh!